ob in Wohngebieten oder vor Kindergärten und Schulen. Überall im Tuttlinger Stadtgebiet müssen Autofahrer mit Geschwindigkeitskontrollen rechnen. Bekannte Rasenstrecken werden ebenfalls überwacht, um die Verkehrssicherheit für alle Verkehrsteilnehmer zu sichern. Neben 4 stationären ist auch ein mobiler Blitzer an 4 bis 5 Tagen in der Woche im Einsatz. Angeschafft wurde das Gerät auch, um kurzfristig auf Beschwerden aus der Bürgerschaft zu reagieren. Die Klagen über erhöhtes Tempo gehören schließlich zu den Kritikpunkten, mit denen die Stadtverwaltung sehr häufig konfrontiert wird. Die regelmäßigen Einsätze zeigen auch ihre Wirkung. In den Bereichen, in denen öfter gemessen wird, halten sich mehr Autofahrer an die Geschwindigkeitsbegrenzung. Somit ist grundsätzlich eine größere Verkehrssicherheit gegeben. Thank you.